Nimm das von mir Gebotene freudig in Empfang und lasst mich allzeit eure Tröste und Helfer sein. Wenn ihr mir vertraut zu jeder Stunde, wenn ihr euch mir stets und ständig unterwerft, wenn ihr mit mir verbunden bleibt durch uneigennützige Nächstenliebe, so kann ich immer bei euch weilen und euch täglich und stündlich Kraft und Stärkung bringen. Und ich kann euch mit meiner Liebe erfassen, weil ihr euch nicht sträubt gegen mich, weil ihr euch selbst als zugehörig zu mir erkennt und mich also annimmt. Ihr, meine Kinder auf Erden, müsst oft Wege gehen, die euch mühsam und beschwerlich erscheinen, die euch aber im gläubigen Aufblick zu mir nicht unüberwindlich sind. Vergesst nicht, dass ihr an mir eine Stütze findet, so ihr zu nachlassen droht im Erdelebenskampf, dass ihr allein aber zu schwach seid, das Leben zu meistern. Und fordert die Kraft von mir an, die zu geben ich immer bereit bin. Werdet wie die Kinder, die im gläubigsten Vertrauen zum Vater flüchten, in jede Not. Und der Vater wird euch helfen in seiner Liebe. Doch so wie ihr ihn vergisst, so wie ihr mich nicht zu benötigen glaubt, ist euer Lebensweg um vieles schwerer, denn dann lasse ich es zu, dass euch die Lasten drücken, auf das ihr meine gedenkt, auf das euch die Not antreibt, euch an mich zu wenden, um Hilfe. Und so vernehmt, was ich euch sage durch mein Wort. Wer mein ist, der erkennt mich im Wort, und er verspürt merklich die Kraft, die ihm nun unmittelbar von mir zuströmt. Es verklingt mein Wort nicht an seinem Ohr, sondern er vernimmt es im Herzen, und er behält es, das heißt, er denkt darüber nach und sucht es in Einklang zu bringen mit seinem Leben. Und wer mein ist, der hat keinen eigenen Willen, sondern er opfert ihn mir auf, er nimmt alles entgegen, als von mir über ihn gesandt, und er murrt und klagt nicht. Und was auch über ihn kommt, er verliert nicht den Glauben an mich, sondern es vertieft an jedes Geschehen diesen seinen Glauben, und desto näher bin ich ihm. Und durch mein Wort gebe ich euch den Beweis meiner Liebe und Fürsorge um euch. Ich gebe mich euch zu erkennen, um euch standhaft zu machen im Glauben, den ihr benötigen werdet in kommender Zeit. Nur eure Glaube ist eure Stärke. Ich bin bei dem, der an mich glaubt, und meine Kraft strömt ihm zu. Und steht ihr im Kampf wider die Welt, dann wisst ihr, dass ich an eurer Seite stehe, so ihr an mich glaubt, so ihr glaubt, dass keiner euch besiegen kann, so ich euch helfe. Und darum schaltet mich nicht aus euren Gedanken aus, sondern lasst mich eure ständige Berater sein in jeder irdischen und geistigen Not. Wer mich ruft, den höre ich, und wer mich bittet um Hilfe, dem stehe ich bei. Amen.